Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Most Actives zum Wochenbeginn hier live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick V. DeWayne und wie immer an dieser Stelle möchte ich Ihnen zunächst mal einen Überblick über den Gesamtmarkt geben, denn der DAX hat zum Wochenauftakt einen etwas verhaltenen Start hingelegt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir in der letzten Woche ja beim DAX 4% plus gesehen haben und heute so ein bisschen die Nachrichtenlage von den asiatischen Märkten eher mal negativ gewesen sind, denn vor allen Dingen die Inflation, was Lebensmittelpreise betrifft, ist in China doch sehr stark vorangerückt. Schweinehälften beispielsweise haben zum Vergleich zum Vormonat 116% zugelegt. Also das ist schon tatsächlich ein enormes Pfund. Aber auch Reis und andere Grundnahrungsmittel sind sehr verteuert. Und das belastet zusätzlich zu den längeren Urlaubszeiten, die die Chinesen aufgrund des Coronavirus eingelegt haben, die Märkte. Auch beim DAX tatsächlich. Wir kommen an dieser Stelle wie immer an die 5 meistgehandelsten Werte des Online-Brokers Flatex. Zunächst die Kaufseite und haben da die Wirecard, Teamviewer, Nel, Varta und Tesla. Und wir gucken uns zunächst einmal die Wirecard an, denn da gibt es eine intensivere Kooperation mit SAP. Nicht nur, dass man am Valentinstag von Seiten Wirecard jetzt dann Zahlen vorlegen möchte und die natürlich hoffentlich gut ankommen werden. Nein, es gibt ein kleines vorgezogenes Valentinsgeschenk, wenn man so möchte, in Form von SAP und dieser Kooperation. Man möchte vor allen Dingen im Bereich der Kundenerfahrung im Online-Service bei Cloud Solutions enger zusammenarbeiten und auch im Bereich Payment-Lösungen in der Cloud tatsächlich die Zusammenarbeit intensivieren. Und das könnte nochmal den Umsatz auch mittel- bis langfristig bei der Wirecard anschieben. Die Aktie aktuell gefragt, auf der Gewinnerseite zu finden, plus 0,9%. Aktuell kann die Aktie zulegen und hat sich damit deutlich stabilisiert über der 130-Euro-Marke. Kommen wir jetzt auf die andere Seite, auf die Verkaufsseite. Da halten wir folgende 5 Titel im Angebot. Die Isra Vision, Wirecard, Nel, Tesla und TeamViewer. Und wir gucken uns die Isra Vision Aktie an, denn da gab es heute ein Übernahmeangebot des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco. Die haben tatsächlich 50 Euro in bar pro Aktie von Isra Vision geboten und wollen damit ihr Angebot im Bereich Specialized Software Machine Engineering erweitern. Und die Aktie kann von Isra Vision dann gute 40% zulegen. Sie dümpelte ja in letzter Zeit so um die 35 Euro, war jetzt heute zwischenzeitlich deutlich sogar über der Marke von 50 Euro zu finden. Und die Kooperation macht für die Schweden absolut Sinn. Man hat damit nämlich auch gleichzeitig noch Nachfolgefragen klären können. Und das kommt insgesamt positiv an, aber auf der Verkaufsseite, denn dieser Kursanstieg, der ist jetzt doch relativ hoch gewesen. Der zweite Wert, den wir uns angucken wollen, das ist TeamViewer. Wir erinnern uns ja, TeamViewer, das ist das Unternehmen, was seit dem Platzen der Dotcom-Blase den größten Börsengang, das größte IPO hingelegt hat in Sachen Software. Und die haben jetzt Jahreszahlen präsentiert. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 110 Millionen Euro hängen, insgesamt gut. Der Umsatz stieg um über 51%. Allerdings, nachdem die Aktie zwischenzeitlich ganz gut gelaufen war, hat sie jetzt heute mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Aktuell geht es knapp 4% nach unten. Auch der Umsatz insgesamt gar nicht so schlecht. 390 Millionen Euro hat man da vermeldet. Und man entwickelt sich gut. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man im vergangenen Jahr noch einen Verlust von 12 Millionen Euro zu vermelden hatte. Das war's schon wieder hier zum Wochenauftakt von den Most Actives live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick DeWayne, ich freue mich auf Sie. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir hier live über die meistgehandelten Aktien berichten. Bis dahin, gute Kurse. Tschüss.